Hallo zusammen, hier sind wir wieder, Lead Gaming. Heute mit The Witcher 3, The Wild Hunt. Heute ist Release-Tag und wir halten das Spiel schon in den Händen, wie ihr seht. Und wir haben riesig Freude gehabt beim Auspacken, weil wie ihr gerade seht, da ist ganz schön viel in dieser kleinen Box drin, das uns die Spieleentwickler hier mitgegeben haben. Und das hat uns eigentlich sehr gefreut. Und dafür wollten wir euch hier ein bisschen genauer das Zeug hier zeigen, was hier alles reingepackt wurde. Als allererstes habt ihr hier den Soundtrack. Sie haben 31 Tracks auf die Platte gepackt, die ihr euch anhören könnt, als CD mit dabei geliefert. Hinten schön drauf, alles vermerkt, wie die Tracks heißen, wie lang das die Tracks sind. 31 Stück sind es am Stück. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei beim Zuhören. Wir hatten jetzt die Zeit noch nicht zum Reinhören, weil wir euch ja so schnell wie möglich das Video zeigen wollten. Hier habt ihr das Kompendium. Das Kompendium führt euch ganz kurz in die Geschichte von Witcher ein. Wie sieht die Geschichte von Geralt von Riva aus? Wie sieht's mit seinen Verbündeten aus? In welcher Welt bewegt ihr euch da? Ihr habt alles kurz und knackig zusammengeschrieben. Liest sich schnell und einfach, schön gemacht für die Leute, die sich vorher mit Witcher noch nicht so gut auskannten. Zusätzlich gibt's hier zwei Sticker mit dem Wolfsemblem. Werden wir uns höchstwahrscheinlich auf unsere Skateboards packen. Zusätzlich gibt's klassisch eine Spielanleitung, was uns persönlich sehr gefällt. Ihr müsst nicht irgendwelche Sachen downloaden, Internetseiten aufmachen. Nee, ihr kriegt das Spiel, ihr könnt reingucken, was sind meine Tastenbelegungen, wie funktioniert das Ganze. Kurz und knackig beschrieben, wie früher. Das gefällt uns eigentlich sehr. Zusätzlich habt ihr hier eine Map bekommen. Von eurer Spielmap schön gestaltet, hier eigentlich als Brief auf der einen Seite leicht ausgegilbtes Papier mit Stempel, Siegel und Unterschrift. Das ist wirklich schön gemacht. Hier zeigen wir euch die Karte nochmal ganz kurz in voller Größe. Wurde wunderschön ausgezeichnet. Habt ihr einen komplett schön überblickt, müsst ihr nicht mal auf den Minimap-Button drücken, sondern könnt sie auf euren Knien haben, währenddem ihr spielt. Sie ist nämlich klein genug gestaltet und trotzdem schön übersichtlich gezeichnet, dass ihr trotzdem noch alles seht. Nun packen wir das Ganze schön zusammen. Und hier kommen wir zu einem speziellen Teil, das ich euch gerne kurz vorlesen möchte. Lieber Spieler, wir möchten uns herzlich für deine Unterstützung bedanken. Wir wissen es zu schätzen, dass du beschlossen hast, dein hart verdientes Geld für unser Spiel auszugeben und wünschen dir viel Vergnügen beim Spielen. Wir haben in den letzten 3 Jahren mit über 200 Kollegen an The Witcher 3 Wild Hunt gearbeitet und es ist uns bei aller Bescheidenheit eine große Freude, das Spiel präsentieren zu können. Wir von CD Projekt Red sind der Ansicht, dass der Kauf unseres Spiels zu fortdauerndem kostenlosem Support, Updates, Patches und tollen neuen Inhalten berechtigt. Das schulden wir den Spielern, die an uns glauben und unser Spiel erwerben. Zum Dank haben wir etwas Besonderes vorbereitet. 16 DLCs zum Herunterladen, ganz und gar kostenlos, für alle Spielversionen und Plattformen. Wir danken dir für deine Unterstützung und wünschen dir ein wunderbares Rollenspielerlebnis der nächsten Generation. CD Projekt Red. So lobe ich mir das, Leute. Ich kaufe mir ein Spiel, es ist vollgepackt mit schönen Sachen. Und das ist noch nicht alles. Zusätzlich zur Box kriegt ihr noch einen netten Keyring dazu. Wir haben den Keyring weggemacht, um hier den Hexer zu mimen und das Ganze an eine schöne Kette gehängt. So gefällt uns Spiele kaufen, liebe Spielhersteller. So sollte ein Spiel aussehen, wenn ich es auspacke. Das macht Freude beim Kaufen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, ihr seht uns bald wieder. Und wir werden als nächstes noch ins Spiel reinsehen. Also bald wieder reinschauen. Das war Lead Gaming beim Auspacken von The Witcher Wild Hunt.